Willkommen bei Center Court Coaching, eurem YouTube-Channel rund um die Themen Tischtennis, Poker und Mindset. Und in diesem Video geht es um das Thema Fehler. Im letzten Video habe ich ja schon über den Wunsch nach unmittelbarer Belohnung gesprochen. Und der Wunsch nach unmittelbarer Belohnung, der kann natürlich darin sein, dass wir kurzfristig ein Erfolgserlebnis haben wollen. Das kann aber genauso im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wir einfach nur vermeiden wollen, einen Fehler zu machen, der, je nachdem wie unser Mindset ist, dann mit einer negativen Emotion verbunden sein kann. In diesem Video möchte ich kurz erklären, warum es wichtig ist, dass wir Fehler willkommen heißen und warum es wichtig ist, Fehler zu machen. Im Tischtennis geht es darum, sich immer wieder weiter zu verbessern und weiter zu entwickeln, seine Techniken zu verändern und zu versuchen, Bälle zu spielen mit immer höherer Qualität. Das führt natürlich auch dazu, dass wir Fehler produzieren. Und ich stelle die These auf, dass Fehler machen unverzichtbar ist und vor allen Dingen es unverzichtbar ist, dass wir in unserem Mindset verankern, dass Fehler etwas Positives sind. Denn sind wir Fehler vermeidend, werden wir weniger offen dafür sein, Dinge zu verändern und Schläge mit höherer Qualität auszuprobieren und werden so uns nur sehr schlecht weiterentwickeln können. Ich sage also, wir müssen in unserem Training eine Fehler-Willkommenskultur etablieren. Jeder Fehler, den wir machen, der bietet uns immer wieder eine Möglichkeit, uns zu verbessern und zu analysieren, warum hat jetzt der Schlag gerade nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ein Fehler ist somit immer erstmal eine wertvolle Informationsquelle und wenn wir Fehler machen, dann auch ein wichtiger Indiz dafür, dass wir sinnvoll trainieren. Trainieren wir immer in einem Bereich, in dem wir sehr, sehr wenig Fehler machen, dann ist der Trainingsreiz in der Regel nicht optimal und wir trainieren nicht so effektiv, wie wir könnten. Nur weil wir die negativen Emotionen, die vielleicht durch Fehler entstehen können, vermeiden wollen. Wir müssen uns also klar machen, dass Fehler etwas Positives sind und somit werden durch Fehler auch weniger negative Emotionen hervorgerufen und wir können effektiver trainieren. Wichtig dabei ist auch nochmal zu sagen, dass Fehler kein Anlass sein sollten für eine negative Bewertung, eigentlich für gar keine Bewertung, sondern einfach nur als Information herangezogen werden sollten, die wir nutzen können, um dann zu analysieren, was wir falsch gemacht haben und dann eine Möglichkeit zu haben, es beim nächsten Mal besser zu machen und uns somit dann verbessert zu haben. Zuletzt möchte ich euch gerne noch auf den Weg geben, wie eine Fehleranalyse ablaufen kann, die man in kurzer Zeit zwischen den Ballwechseln, hauptsächlich im Training, vielleicht hier und da auch mal im Wettkampf anwenden kann. Diese ist etwas vereinfacht und komprimiert dargestellt, aber sie bietet mal einen ganz interessanten Einblick darin, was man eigentlich mit Fehlern anfangen kann und wie man aus ihnen für sich selber Wert schöpfen kann. Die Fehleranalyse läuft in bis zu 3 Stufen, wobei die Reihenfolge für die Fehleranalyse im Tischtennis das Entscheidende ist. Stellen wir uns also vor, wir haben einen Schlag gespielt, nehmen wir mal den Vorhand Topspin und dieser Schlag hat nicht funktioniert. Dann fragen wir uns im ersten Schritt unserer Fehleranalyse erstmal, haben wir uns für die richtige Schlagart entschieden? Stellen wir uns jetzt vor, der Gegner hat zum Beispiel einen langen Schuft zu uns in die Mitte des Tisches gespielt und wir haben uns für die richtige Schlagart entschieden, dann können wir das bejahen und wenn wir das bejahen, dann gehen wir weiter zu Schritt 2 unserer Fehleranalyse. Sollte der Schlag vom Gegner zum Beispiel zu kurz gewesen sein, um ihn ziehen zu können und deswegen hat das Ganze für uns nicht geklappt, dann haben wir uns für die falsche Schlagart entschieden, dann können wir an dieser Stelle unsere Fehleranalyse sogar schon beenden. In unserem Beispiel haben wir uns aber ja korrekt entschieden, der Schlag des Gegners war lang und wir haben versucht, einen Vorhand Topspin zu spielen und unser Vorhand Topspin hat aber trotzdem nicht geklappt. Wir gehen also weiter zu Schritt 2 unserer Fehleranalyse
Und da geht es immer um unsere Wahrnehmung. Also haben wir den ankommenden Ball überhaupt richtig eingeschätzt? Richtig eingeschätzt in Bezug auf Tempo, Rotation, Platzierung und Flugkurve. Könnte ja zum Beispiel so sein, dass wir den Unterschnitt, den der Gegner uns gespielt hat, unter- oder auch überschätzt haben und wir deswegen den Schlag in einer nicht angemessenen, in der nicht richtigen Bewegungsebene ausgeführt haben. Ja, hatte der Schupf viel mehr Schnitt, als wir wahrgenommen haben und wir haben trotzdem sehr stark von hinten nach vorne geschlagen auf der Bewegungsebene, haben dann deswegen ins Netz geschlagen oder wir dachten, der Ball hätte viel mehr Schnitt, haben deswegen sehr stark von unten nach oben geschlagen. Der Ball hatte aber dann offensichtlich gar nicht so viel Schnitt und deswegen haben wir den Ball über den Tisch gezogen. Können wir in diesem zweiten Schritt auch für uns bejahen, dass wir den ankommenden Ball richtig eingeschätzt haben? Dann gehen wir weiter zu Schritt 3. Kommen wir zu dem Schluss, wir haben uns zwar im Schritt 1 die richtige Schlagart ausgesucht, wir haben aber den ankommenden Ball falsch eingeschätzt. Dann können wir an dieser Stelle unsere Fehleranalyse schon beenden. Haben wir also den ankommenden Ball richtig eingeschätzt und der Schlag hat trotzdem nicht funktioniert, dann kommen wir zu Punkt 3 unserer Fehleranalyse. Dann schauen wir, ob wir technische Fehler gemacht haben. Ja, vielleicht haben wir den Ball zu weit hinten getroffen oder haben die Beine nicht richtig zum Ball gestellt gehabt und daraus ist dann der Fehler resultiert. Relativ häufig werden wir über diese drei Schritte dann zu einem Ergebnis kommen und eine Information für uns rausziehen, die uns dann dabei hilft, uns zu verbessern. Jetzt ist es aber so, dass Tischtennis hochkomplex ist und Hundertstel Sekunden und kleinste Muskelanspannungen oder Entspannungen in unserem Arm auch dafür entscheiden können, ob wir einen Fehler machen oder nicht. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Darts. Bei Darts ist ja der Bewegungsablauf fast immer gleich. Es wird auf das Ziel geworfen und trotzdem gibt es immer wieder Phasen, in denen ein Profi-Dartspieler häufiger das gewünschte Feld trifft und dann mal wieder nicht, obwohl er jetzt augenscheinlich an seiner Bewegung natürlich, die er da millionenfach geübt hat, nicht wirklich was verändert. Und beim Tischtennis ist das Ganze natürlich noch komplexer, weil der ankommende Ball immer noch im Spiel ist und es natürlich ein viel breiteres Spektrum an Bewegungen gibt. Es gibt eine Ganzkörperbewegung und hier müssen wir einfach akzeptieren, dass wir nicht bei jeder Fehleranalyse wirklich klar die Ursache erkennen können. Es kann so kleine Unterschiede geben und genauso wie der Dartspieler trotz vielem Übens nicht immer genau das Feld trifft, zum Glück, sonst wäre der Sport ja nicht möglich, wäre sehr langweilig. Genauso müssen wir auch beim Tischtennis es als Realität unserer Sportart anerkennen, dass wir nicht bei jedem Fehler, den wir gemacht haben, danach genau sagen können, was jetzt da richtig oder halt auch falsch gelaufen ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss! Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr euch darüber hinaus noch etwas intensiver mit Mindset im Sport beschäftigen wollt, dann lade ich euch herzlich ein. Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei auf www.centercourtcoaching.de. Dort findet ihr zum einen mein aktuelles Buch, das Tischtennis-Mindset, was Tischtennissportler von Pokerprofis lernen können. Und zum anderen könnt ihr euch über die Möglichkeit informieren, euch individuell von mir in Sachen Mindset coachen zu lassen. Und schaut doch auch mal auf meiner Instagram-Seite und meiner Facebook-Seite vorbei. Das würde mich sehr freuen.